So, das ist hier jetzt da keine Ahnung was, wo ich hier aus dem Fenster gucke und hier dieses Messgerät, diese Mess-App hier offen habe. Also, Heizung warm. Luft geht nach oben aus dem Fenster raus, kommt natürlich kalte Luft von unten nach. Schwermetall und so sind natürlich unten, natürlich dann dementsprechend auch Aerosole, denen irgendwas Radioaktives anhaften könnte. Und kommen, wenn, dann hier rein in den Bereich. Hier ist der Luftzug auch deutlich zu spüren. Alles tut ihr. Naja, fast. Das Fenster jetzt hier so aufmache. Vor allem ist interessant, die Luft wird nicht reingedrückt, sondern reingesogen. Wie bestimmt jeder weiß, fliegen Flugzeuge auch deswegen, weil nicht deswegen, weil sie von unten sich mit den Tragflächen von der Luft abheben, sondern weil sie angesogen werden. Es entsteht ein Sog von oben, wenn sie nach vorne fliegen, entsteht ein Sog nach oben, der die Flugzeuge am Fliegen hält. So, jetzt ist hier auch durch Unterdruck, dass die Luft hier reingedrückt wird und wird jetzt beschleunigt, dadurch, dass das Fenster hier so fließe, ist deutlich weniger als die letzten Tage, war bei 230, 240 zum Teil. Ist jetzt bei 86 maximal. Schweizer Grenzwert ist 100.